Willkommen auf meinem PC Strategy Games Art Kanal. Heute stelle ich euch das etwas schon angestaubte, aber immer noch sehr gute Ages of Empires 3 vor. Ich spiele hier ein bisschen eine Kampagne an. Nicht allzu lange, einfach so als Appetithappen für euch Gamer da draußen. Das ist ein tolles Spiel, das man sich immer noch holen kann und was immer noch überzeugt. Von Microsoft. Und so wie ich heute gehört habe, ist schon der vierte Teil in den Startlöchern. Man darf gespannt sein. Da sollen dann aber mehrere Jahrhunderte in diesem einen Spiel abgedeckt werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen kleinen Impressionen zum Spiel. Ich spiele, um mir das selbst nicht zu schwer zu machen, auf leicht. Und dann geht's auch schon los. Der Falke landet auf Malta, Akt 1. Im 16. Jahrhundert verteidigten die Ritter des heiligen Johannes auf der Mittelmeerinsel Malta ihre letzte Festung gegen die Invasion der Osmanen. Aha, darum geht's. Die Geschichte meiner Familie in der neuen Welt beginnt mit dem Angriff auf Malta, dem letzten Außenposten eines aussterbenden Kreuzritterordens. Eins ist gewiss. Mein Ahne Morgan Black gehörte den Rittern des heiligen Johannes an, als diese die Insel gegen Sahin und die Osmanen verteidigten. Der Rest. Nun, wie in den meisten Familien ist es schwierig, Wahrheit und Legende auseinanderzuhalten. Die Osmanen sind gelandet. 1000 Janitscharen, angeführt von Sahin dem Falken. Erlan Magnan ist immer noch Anführer der Ritter. Und er sagt, wir müssen sie am Strand aufhalten. Wir beziehen hier Stellung. Die Kreuzzüge sind vorüber. Und dein Orden ist auch nur noch ein Relikt. Ich bin noch nicht bereit zu sterben, Falke. Und unser Orden wird nicht untergehen. Er ist bereits untergegangen, Morgan. Willst du mit ihm untergehen? So, dann bin ich mal gespannt. Ich habe das Spiel schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ja, für mich ist das auch alles neu. Stationiert die Armbrust an den vorderen Wellen und attackiert die Janitscharen. Haltet das Fort um jeden Preis. Commandement? Yes? Tschüssel. Amatrixchen. Tatortail, bekennen Sie was? Thank you.
Amatek, Sir. Yes? Lay on. Die Türken bringen die große Bombarde in Anschlag. Wie sollen wir sie mit Pike und Muskete besiegen? Unmöglich. Wir brauchen Kavallerie. Wir müssen Kommandant Allen und den Rittern ein Signal geben. Zwei Siedler sollen auf den Hügel im Westen steigen und das Signalfeuer entfachen. Thank you.
Schade. Aus, aber es macht trotzdem einen reinen Spaß. Leon!
Arena. Al-Attaki! Gator-Tail! Shark Hamajeshal! Preparado. Sí.
Kommandament. Leon. Gewonnen. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Man kann nicht sagen, dass ich mich nicht tapfer verteidigt hätte. Aber es ist ein schönes Strategiespiel, immer noch. Hat ja schon etliche Jahre auf dem Spiel. Macht immer wieder Spaß. Ah.
Sehr gut. Baut noch irgendjemand was ab? Ach, hier sind ja meine Leute. Ja. Ach komm. Worte des großen Meisters. Das Vor ist verloren. Rückzug! Genau. Egal, nicht so schlimm. Aber hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Auch wenn ich verloren habe in dem Spiel. Aber das ist ja nicht weiter tragisch. Auch im Spielen muss man verlieren können. Im richtigen Leben sollte man schon darauf bedacht sein, auch zu gewinnen. Das war's. Und im neuen Jahr gibt's dann wieder was Neues von Company of Heroes. Lasst euch überraschen. Ich habe mir da ein Erweiterungspaket geholt. Da kann ich nämlich auch mit den Amerikanern, mit den Alliierten von damals, den Franzosen und den Briten spielen.